Willkommen zu einem neuen Video. Rust, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe eine Basis gebaut, die man nicht raiden kann. Unter keinen Umständen. Nämlich das hier. Sieht jetzt nicht weiter spektakulär aus, aber hier ist einfach nichts. Wie man vielleicht hört, es ist im Stein. Ich habe meine Idee natürlich auf YouTube gefunden. Mit diesen Türen konnte ich mich nämlich in den Stein reindrücken. Ich kann euch auch ein paar Ausschnitte zeigen. Das Problem ist nur, als ich diese Basis gebaut habe, habe ich meine Aufnahmeeinstellungen geändert. Und in meinen Einstellungen, also durch diese neuen Einstellungen, sah das Video so aus. Das wollte ich euch jetzt nicht komplett zeigen und deswegen hier einfach mal Ausschnitte vom Basisbau. Weil mein Plan war jetzt, ich habe das ja alles noch gar nicht erzählt. Also hier, das war quasi so Zufall, habe halt einen erhöhten Boden gebaut. Dann wollte ich hier Kisten reinbauen, alles ganz praktisch. Kommt hier in die Richtung noch ein bisschen Schutz, da kommen hier natürlich noch Türen rein. Denke mal, diese Basis ist ziemlich solide, weil hier kommt halt noch eine halbe Wand oben rauf überall. Alter. Ich hab einfach deine Base gefunden, what the fuck. Ich wollte nur vor den Airdrop gehen. Ja, ist mein Airdrop. Darf ich eine Waffe haben wenigstens? Ich hab noch gar keine Waffe, weißt du? Ja, ja, nimm, ich ne? Ich hab deine, aber dann könnte ich die Semi erforschen. Weißt du? Jo. Dann kann ich damit Ulrich gehen. Ich werde dich nicht offline raiden, mach dir keine Sorgen, niemals. Sowas will ich nicht machen. Okay. Ich hab nur den Airdrop gesehen und wollte für den Airdrop gehen. Und ich dachte, den Airdrop schmeiße ich jetzt, weil du geschrieben hast, du gehst jetzt Ulrich. Und dann dachte ich, in der Zeit ja, hole ich mir ja den. Ich bin ja gerade gestartet. Ich muss ja erstmal ein bisschen Scrap sammeln, weißt du? Mhm. Und Karten holen. Ah, naja, das ging ja noch. Also am Ende nur was dazu bekommen, weil er hat mir ja gute Zeug gegeben hier. Ein bisschen Mozinaun. Ja, Kettensäge Jackhammer. Perfekt. Also eigentlich. Und genau das hatte ich befürchtet, als ich den Airdrop geworfen hatte. Da dachte ich mir nur, na, was ist denn, wenn er nicht. Naja, wenn er halt nicht da direkt hingeht, so wie er sagte. Ja. Was? Ich bin in den Berg rein. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wie genau komme ich denn hier wieder rein? Und vor allem, wie komme ich wieder raus? Ja, das ist jetzt echt doof. Das Einzige, was mir jetzt halt einfallen würde, wie man hier wieder reinkommt, ist, weil ich kann ja hier irgendwo, hier ist halt Ende. Und ich kann ja ich denke mir das jetzt so wie hier. Ja, ich kann ja hier einfach aus dem Berg rausbauen. Ja gut, das habe ich mir jetzt selbst gerade ein bisschen schwerer gemacht. Ich muss diese Wand hier noch kaputt machen. Das heißt hier. Ah, scheiße. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das so ist. Weil ich habe. Also ich stand ja hier. Nee. Ich probiere das ja jetzt erstmal. Ja! Und warum genau klappt das? Die Bergbase. So sieht es ganz danach aus, als wenn hier zu Ende ist. Das heißt, das hier muss kaputt. Ah, Quatsch. Da fällt mir gerade ein. Ja! So, hier sieht aus, als wenn hier überall noch Berg ist. Das heißt, hier kommt dann der neue TC hin. So, weil ich ja keine Wände brauche, würde ich dann hier überall halt diese ganz normalen Dinger hier hin machen. Alter, zu geil. Ich muss aber das noch irgendwie kaputt machen, sonst kommt hier ja jeder rein. Ja, aber hier kommt halt nur hier diese Wand raus. Und mehr ist nicht sichtbar von der Basis. Ich muss hier noch eine Wand dazu machen, dass ich hier eine Dropbox reinknallen kann.
Und dann kann ich das wirklich nur von innen rausnehmen. Also, nun habe ich die Basis fertig gebaut. Ich weiß ja nicht, wie weit ich jetzt das mit den schlechten Einstellungen aufgenommen habe. Ich habe sie jetzt schon ein bisschen ausgebessert. Eine richtig schöne Basis zum überall rausgucken. Man kann hier sogar, habe ich herausgefunden, rausschießen. Was ich jetzt an sich so ziemlich gefährlich finde, denn wenn ich... Da, das Schwein habe ich gerade getroffen. Wenn ich hier rausschießen kann, könnte ich das auch gegen Spieler nutzen. Und ich sag's nochmal, das ist wirklich keine gute Idee, diese Basis auf dem offiziellen Server zu bauen. Ich denke mal, dafür wird man gebannt. Aber, ja, es ist einfach zu geil. Also bitte macht mir meinen Quatsch nicht nach hier. Aber, Alter, wieso geht das? Mein Ziel war es ja einfach nur, nachdem wir jetzt schon die dritte Basis verloren hatten, gestern, habt ihr im Video wahrscheinlich gesehen, einfach mal eine Basis zu bauen, die nicht zu raiden ist. Und da habe ich diese Idee gefunden. Und naja, es funktioniert perfekt. Ja, ich war so selbst ziemlich erstaunt, dass es tatsächlich geht mit dieser Tür, dass man sich in die Basis reindrücken kann, aber ja, coole Sache. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das jetzt nicht wirklich hier anbieten mit dieser furchtbaren Qualität. Dass ihr da dieses Video, das wäre in der 4 Videos gewesen insgesamt, weil es hat wirklich ewig gedauert. Ich habe hier so viele Türen. Ja, die sind inzwischen despawned. Naja, irgendwie hatte jeder Stein seine eigene Tür. Weil ich dachte, das muss gehen. Das hat im Video auch funktioniert und das geht. Ja, bei dieser Basis ist halt das Problem, es gibt halt keinen Weg rein, außer diesen Glitch, aber das möchte man sich wirklich nicht antun, weil ich weiß nicht, ich habe halt 4 Stunden aufgenommen und in der dritten habe ich es dann geschafft, in den Berg reinzukommen. Ich war schon so weit, ich wollte eigentlich erst die andere Basis ausbauen. Ich hatte mir noch eine zweite gebaut und dann halt Autoteile herstellen, dass ich dann mit dem Auto so gegenfahren kann. Da gibt es auch viele, viele Videos, die halt zeigen, dass man mit einem Auto in den Berg reinglitschen kann. Aber das soll wohl auch ziemlich schwer sein, weil man im richtigen Moment aussteigen muss. Ja, und nochmal zur Info. Das hier ist auf meinem Server. Ich kann nicht gebannt werden von meinem eigenen Server. Aber auf anderen Servern würde ich das wirklich sein lassen. Ich werde das jetzt ja auch nicht gegen andere Spieler ausnutzen. Ich werde keinen aus dem Berg rauskillen. Also ist nur fürs Video. So, ich habe es hier nämlich so gemacht, dass hier 2 Kisten stehen. Man kommt an beide Kisten ran. Die sind beide zugeschlossen, dass falls jemand das Stück hier raidet, nicht mal dann irgendwas bekommt. Dann mache ich hier einfach halt das, was ich unten in der Hand haben könnte, rein. Ja, und dann muss man sich halt umbringen. Weil, also, man kann sich natürlich jedes Mal mit der Tür reinglitschen. Und ein Bett würde ich ja auch empfehlen bei dieser Basis. Aber jedes Mal diesen Türglitch hier reinglitschen, das ist viel zu aufwendig. Das dauert ewig. So, hier nicht zu weit gehen, sonst ist mal wieder raus. Dann erstmal das, was hier in der Kiste ist. Und dann kann man sein Loot reinholen. Das bedeutet natürlich jedes Mal, dass man sich umbringen muss, um den Loot in die Basis zu bekommen. Was wieder ziemlich unpraktisch ist. Um jetzt mal zum Ende zu kommen. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt eine Basis in einem Berg. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das einfach hinbekomme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.